Guten Morgen, hier ist Hitradio FFH. Silke am Sonntag, der Talk mit einer Frau, eine Sängerin, bei der man viel falsch machen kann, was den Namen betrifft. Ich durfte schon ein bisschen üben. Herzlich willkommen, Joy Dinalani. Hallo, vielen Dank. Welche Varianten hast du denn alles schon von deinem Namen gehört, oder? Ach, oh Gott, war nicht faltig. Also Dilani, Dilanani, Delaney, Denelaney und so weiter und so fort. Eine große Bandbreite. Ja. Aber wenigstens, du hast ja diesen wunderschönen auch Vornamen Joy. Ist das auch manchmal eine Belastung, wenn man so einen Namen hat? Weil es gibt ja, ja. Eigentlich ist es ja schön. Ne? Als Vorgabe meinst du? Als Vorgabe, ja. Eigentlich nicht. Ich bin eigentlich immer ganz gut zurechtgekommen mit diesem Namen. Und ich glaube, dass natürlich die Namen auch irgendwo ein Stück weit das Leben mitprägen. Und ich habe das nie als Belastung empfunden. Ich war, glaube ich, auch sozusagen aus mir heraus glücklicherweise immer ein eher froher Mensch, ein lebensfroher Mensch. Mhm. Und deswegen passt das, glaube ich, ganz gut. Habt ihr alle, ihr seid ja 6 Kinder zu Hause, ja. Haben alle so Namen, die eine Bedeutung haben, oder bist du da die Ausnahme? Ich glaube, ich bin da jetzt die Ausnahme, und das liegt daran, dass meine Eltern sich immer eine Tochter gewünscht haben. Und dann kamen erst 2 Söhne, und ich kam dann als drittes Kind nach langer Zeit. Kam dann auf einmal diese Schwangerschaft mit mir, und dann war ich das Mädchen, und da war die Freude einfach sehr groß. Und Joy. Das haben sie mir immer gesagt, meine Eltern, dass sie mich sozusagen aus lauter Freude Joy genannt haben. Also wunderschön. Also das ist wirklich das ist ganz toll. Ich weiß gar nicht, was kam nachher dann noch? Kam noch ein Mädchen? Nee, ne? Doch, also es kamen noch 2 Mädchen und ein Bruder. Also 6 Kinder. Mhm. Und du bist mittendrin, also da sagt man ja manchmal so, die haben es nicht so einfach, aber ich glaube bei dir, wo ja alle auf dich gewartet haben als Mädchen, war das eine ganz gute Stelle. Oder? Ich hab es nie empfunden als Belastung, die Dritte zu sein im Bunde. Und ich meine, ich muss sagen, ich bin mit meinen 2 älteren Brüdern aufgewachsen, mehr oder weniger. Also wir waren so eingeteilt in 2 Gruppen, und meine Eltern waren beide voll berufstätig, und so hatten meine großen Brüder die Aufgabe, sich um mich zu kümmern. Also habe ich sehr viel Zeit mit ihnen verbracht, die ersten Jahre, und die waren sehr nett zu mir. Also ich habe viel gelernt von meinen Brüdern, muss ich sagen. Waren die auch manchmal streng? Nee, die waren nicht streng. Ich glaube, die waren manchmal genervt, weil sie mich überall mit hinnehmen mussten, und weil ich auch immer Fragen gestellt habe. Ich war schon auch so ein bisschen vorlauter, glaube ich, als Kind, und habe mir auch nichts gefallen lassen, und war so ein bisschen Quälgeist, glaube ich, manchmal für meine Brüder. Der kleine Quälgeist, so früher warst du einer. Joy Dinalani heute zu Besuch bei Silvia am Sonntag, der Talk. FFH ist hier, Silvia am Sonntag, der Talk mit Joy Dinalani, eine deutsche Soul-Sängerin, was ja sehr selten ist. Bei ihr stimmt es aber. Dein Papa kommt aus Südafrika, hat sich in deine Mama verliebt in Heidelberg beim Studium. Und ich glaube, zu deiner Mama, die ist ja gestorben, da warst du 27. Hast du auch heute noch eine sehr innige Beziehung? Auch der Song, den wir gleich hören, zu Hause, der handelt ja von der Mama. Ich habe auf jeden Fall viel mitbekommen von ihr, und ich durfte sie einfach auch viele Jahre erleben, und habe mir Dinge auch bewahren können, und ich bin schon oft, also gerade seitdem ich Kinder habe, natürlich im Dialog mit meiner Mutter, und frag mich, wie sie bestimmte Dinge handeln würde und so weiter, und so mache ich das auch in dem Song zu Hause. Ja. Da arbeite ich ja eine Situation auf, der ich immer wieder begegnet bin, eine Ablehnung, die ich immer wieder erfahren habe, die damit zu tun hat, dass ich aussehe, wie ich aussehe, also dass ich nicht dem Bild der Mehrheit entspreche, denn mein Vater ist ja Südafrikaner und meine Mutter Deutsche. Und ich frag sie quasi, was sie denkt, wo ich hingehöre, und in diesem Song. Und und sie antwortet mir, sie weiß es nicht so ganz genau, aber sie gibt mir die Sicherheit, dass mein Zuhause schon hier ist. So, und das ist eben auch, worum es geht. Es ist so wunderschön gesungen. Also es hat auch wiederum sowas, obwohl es eine Suche ist, aber dann hat man das Gefühl, ein Zuhause ist da halt auch, wo die Menschen sind, ne, die man liebt. Also es hat auch sowas, also man wünscht sich nach Hause zu kommen. So. Also ich habe mir so vorgestellt, ja, das ist so kuschelig, dein Zuhause, wenn alles stimmt. Ja, also so, das ist auch so schön gesungen. Also wirklich, also wenn man ein Zuhause hat, dann ist es ja schon auch toll, da wieder hinkommen zu dürfen. Ja, das stimmt. Ja. Aber es ist natürlich, du hast schon erwähnt, es ist natürlich übergeordnet.
übergeordnet gemeint. Aber es geht eben viel mehr darum, dass man hier in seinem eigenen Land eben doch auf Ablehnung trifft. Und das ist für mich ein großes Fragezeichen. Das ist also etwas, das ich kenne, aber ich gewöhne mich nicht daran. Und es ist auch eine Situation, die jetzt gerade wieder in den letzten 2 Jahren so hochgekocht ist, dass die Menschen irgendwie, oder dass viele Menschen das Gefühl haben, sie müssen ihre Ablehnung äußern. Und ja, es stimmt mich, es verstimmt mich natürlich. Joy Dinalani, ihr 6. Album mittlerweile schon, heißt Gleisdreieck. Und wir hören das Gespräch mit deiner Mutter, du hast es uns ja schön erklärt, ihren Song zu Hause. Ich traf heute Freunde und sie sprachen über mich. Ich glaub, sie merken es nicht. Und im leisen Satz gewalten und die Worte brachten mich aus meinem Gleichgewicht. Und du hast mich immer bewahrt, hast mich vor diesem Blick gewarnt, doch gemerkt hab ich's oft nicht. Joy Dinalani ist heute bei mir. Gleisdreieck heißt ihr neues Album. Und Vorsichtig sein ist einer der Titel, der drauf ist. Nur dabei zu sehen, wie deine Züge sich entfalten. Und dass es da jetzt Dinge gibt, die ich nicht fragen kann. Und die Antwort nur ein Lächeln ist, das mein, geht dich nichts an. Jetzt willst du springen mit offenen Armen. Willst alles sehen, dir alles nehmen, rausgehen und scheinen. Du warst selbst, muss man sagen, auch eher mutig. Das hat ja viel mit deinen beiden Kindern auch zu tun, dieser Song, als Vorsichtig. Du bist mit 16 von zu Hause ausgezogen. Warum? Das ist doch recht früh. Ja, also aus heutiger Sicht weiß ich eigentlich auch gar nicht, was mich da für ein Teufel geritten hat. Also ich glaube, es liegt am Ende des Tages daran, dass ich mit eben meinen 2 vorhin erwähnten großen Brüdern also Zeit verbracht habe viel. Und die sind einmal 6 Jahre älter und der andere ist 8 Jahre älter. Und ich habe mich immer an ihnen orientiert. Sie waren einfach meine Vorbilder und ich habe sie geliebt und immer alles nachmachen wollen, was sie gemacht haben. Und natürlich hatte ich an irgendeinem Punkt auch das Bedürfnis oder das Gefühl, mir stehen dieselben Rechte zu, die sie bekommen haben von meinen Eltern, was zum Beispiel Dinge betrifft wie Ausgehen oder so. Einfach bestimmte Regeln, die ihnen sozusagen erlassen wurden, habe ich für mich dann automatisch gleich mitgenommen. Und da waren meine Eltern richtigerweise überhaupt nicht meiner Meinung. Und dann kam es einfach zu unheimlich viel Krach. Und ich hatte einfach so feste Meinung über bestimmte Dinge, das war dann auch nicht, da war nichts zu machen. Und irgendwie fühlte ich mich auch erwachsen. Also ich fühlte mich mit 16 Jahren so im Leben stehend und so, als hätte ich wirklich Ahnung von allem. Und habe ich gesagt, na gut, dann ziehe ich aus. Ich habe ja auch noch 3 kleine Geschwister zu Hause gehabt und ich glaube, das war dann wahrscheinlich die beste Lösung. Und das Verhältnis mit meinen Eltern ist danach eigentlich dann auch sofort wieder mit Abstand besser geworden. Verrückt, ja, ja. Ja, es war irgendwie ganz gut, glaube ich. Aber ich würde es jetzt nicht wollen für meine Kinder zum Beispiel. Joy Dinalani, Sängerin, lebt mit ihren beiden Kindern und Sänger Max Herre in Berlin. Und heute zu hören bei Hitradio FFH. Hitradio. Radio FFH ist hier. Joy Dinalani zu Besuch bei Silvia am Sonntag, der Talk. Sie hat ein neues Album, heißt Gleisdreieck und wir hören gleich den Titel Alles leuchtet draus. Wie ist der entstanden? Das Leuchtet ist entstanden in einem Kollektiv um Ali Zukowski, David Jürgens und Martin Fliegenschmidt, also ein Trio und ich. Und das war irgendwie eine sehr schöne Zusammenarbeit, weil es relativ locker und leicht sozusagen von der Hand ging. Und mir hat die Melodie einfach immer wahnsinnig gut gefallen. Ich singe diesen Song wirklich gerne. Mhm. Und es geht im Prinzip eigentlich um die Inseln glücklicher Momente, die wir uns schaffen. Das Glück ist ja was sehr Vergängliches, das kann man nicht festhalten, aber wir suchen danach und finden es auch immer mehr oder weniger mal hier und da. Und darum geht es eigentlich, dass eigentlich egal, aus was für einer Lebenssituation du gerade kommst, du trotzdem auf der Suche bist nach diesem Moment. Und damit meine ich eigentlich dieses Alles leuchtet. Es geht also gar nicht um die große Erleuchtung, um das große Ende, das Grand Final, sondern es geht eigentlich um diese kleinen Stationen,
auf dem Weg durchs Leben, die man sich baut, um ja, schöne Momente zu empfinden. Wann leuchtet es bei dir? Ach, das können so unterschiedliche Dinge sein, wirklich. Also es kann natürlich ein Projekt sein, das ich abgeschlossen habe, das ich zum Erfolg geführt habe. Es kann ein großartiges Buch sein, es kann eine tolle Begegnung sein. Jetzt es kann wirklich unterschiedlichste Dinge sein, die mich, ja, wie soll ich sagen, das klingt jetzt schon wieder so, aber die mich dankbar machen. Mhm. Also ich bin oft, glaube ich, dankbar für Dinge, die mir passieren im Leben, weil es nicht selbstverständlich ist. Weil es nicht selbstverständlich ist, dass ich hier heute sitze zum Beispiel und über meine Arbeit reden darf. Das ist irgendwie schön für mich. Mhm. Und es kann ein Gespräch sein mit einer Freundin, die mir etwas erzählt, das ich noch nicht über sie wusste oder eine Information, die ich noch nicht hatte, die mein Leben irgendwie... Ja, keine Ahnung. Bereichert hat. Ja. Das hat mein Leben bereichert. Also ich mag diesen Song sehr gern. Du singst ihn ja sehr gerne. Wird live bestimmt auch toll sein zu erleben. Heute hier Joy Dinalani mit Alles leuchtet vom Album Gleisdreieck. Hinter dem Spiegel, im leisesten Laut. Seit sie 19 ist, singt mein heutiger Gast Joy Dinalani. Sie hat auch mit Max Herre und Freundeskreis Musik gemacht. Jetzt aber mit Gleisdreieck ja das 6. Album schon herausgebracht. Wir haben ja gerade gehört, Alles leuchtet. Ein Song, der dir auch viel bedeutet, den du gerne singst. Das sind ja tolle Momente. Du hast gesagt, das sind eher so die kleinen, manchmal am Rande. Du musst natürlich auch diese Momente erkennen. Das stimmt, ja klar. Also manchmal ist man sozusagen so in einem Modus drin, dass man nicht nach links und rechts guckt und dann übersieht man was, das stimmt. Aber dir scheint es ja zu gelingen, sonst, also ich meine, du kannst ja auch nicht so ein Album schreiben, wenn du nicht auch selbst in dieser Stadt diese Momente der Ruhe hast. Aber auch da, ich meine, auch dieses Album ist natürlich ein großes Moment der Begegnung. Ich habe ja viele Leute getroffen, viele mit denen ich Künstler, zusammengearbeitet habe, viele Texter, die mir geholfen haben, da über die Schulter geschaut haben, die mir Zeilen geschenkt haben und so weiter. Also mit denen ich Austausch hatte und wir uns unterhalten haben über Dinge, die ich in der Form so gar nicht mehr, lange schon nicht mehr besprochen hatte. Also das war schon irgendwo... Überhaupt ist dieses Album, glaube ich, so ein Zeugnis von Begegnung. Und ein Zeugnis von großer Leidenschaft. Also da spürt man in jedem Song deine Leidenschaft für Musik. Ja, also kann ich auch so bestätigen. Mhm. Ich finde auch schön, wenn ich mit Leuten über Lieder spreche, die ich singe. Und sie mir erzählen, dass es was gemacht hat für sie in ihrem Leben. Dass es irgendwas verändert hat, dass es ihnen geholfen hat oder dass es sie... ja, irgendwie bewegt hat. Das, finde ich, ist jetzt zum Beispiel auch so was Tolles. Das ist also wirklich, da bin ich... Hast du da einen Song im Kopf? Oder? Also zum Beispiel zu Hause hat jetzt habe ich ein Video zu ins Netz gestellt und da habe ich einfach ganz schöne Resonanz bekommen. Videos, Bilder, Tour. Alles, was Sie zu Joy Dinalani wissen müssen, finden Sie auf ffh.de. Hier ist Hitradio FFH, auch mit einem Supergirl, Joy Dinalani, mit ihrem neuen Album Gleisdreieck. Und ein Song auf der neuen Platte hat, könnte ich mir vorstellen, schon was mit Berlin zu tun. Deine Räumen Kreise drehen, Gefahren suchen oder irgendeinen Sinn. Mit Mitte 20 lernt sie gehen und schon glaubt ihr, dass ihr fliegen könnt. Stadt, du bist ja in Berlin geboren, also Berlin ist schon gemeint. Ja, dass der Kern ist eigentlich, dass diese Stadt immer bestehen bleibt und die Energie aufnimmt, die die Leute mitbringen in diese Stadt. Und dass sie für alle Schandtaten bereit ist, aber einen nicht auffängt, wenn man fällt. Mhm. Dass das sozusagen auch ein Merkmal ist von Großstadt an sich. Und das ist eine Beobachtung, die ich über die Jahre gemacht habe, weil Berlin eben gerade auch diese pulsierende Stadt der Pioniere ist. Leute kommen nach Berlin, weil sie Ideen haben, weil sie Träume verwirklichen wollen und weil es bis
jetzt eigentlich auch immer noch eine relativ günstige Großstadt ist. Es verändert sich natürlich jetzt auch durch diese... Weil sie so beliebt ist auch. Genau, durch die Beliebtheit und die Gentrifizierung, die damit einhergeht. Aber ja, trotzdem beobachte ich über die Jahre, dass Leute eben total gewinnen in dieser Stadt, aber auch scheitern. Und es ist sehr ausgewogen. Beides ist sehr, sehr ausgewogen. Genau, und das will dieser Song sagen. Das gerade dieses Pulsierende, was du gemeint hast, also mir geht's so, wenn ich von außen komme, ich könnte mir nicht vorstellen, in dieser Stadt Ruhe zu finden. Geht dir das auch so? Nein, man kann Ruhe finden, man kann auch total seinen Platz finden. Man muss nur fokussiert bleiben. Und ich glaube, dass viele Leute mit Vorstellungen und Träumen kommen in diese Stadt und dass sie viele Träume auch erfüllt. Und ein unglaubliches Angebot bietet, vielleicht ein kulturelles Angebot, das man in der Form noch nicht erlebt hatte vorher, in der Umgebung, aus der man kommt zum Beispiel. Und dass man sich bereichern kann daran, aber dass man auch vor lauter Bereicherung vergessen kann, was man eigentlich vorhatte zu tun. Es gibt ja viele in Berlin, die dann auch mal aufs Land ziehen, ne? Die halt weg von der Stadt. Habt ihr das schon mal überlegt? Wäre das für dich eine Option, ein bisschen weiter raus? Nee, ich liebe ja auch mal. Also ich habe jetzt noch nicht mit dem Gedanken gespielt, ins Berliner Umland zu ziehen. Mhm. Oder wir auch nicht. Joy Dinalani lebt mit ihren zwei Söhnen und Max Herre, ihrem Mann, in Berlin. Ist auch da geboren. Einmal Berlin, immer Berlin. That's in my face. I'm losing track of every tongue that I taste. Silvia, am Sonntag der Talk mit Joy Dinalani. Joy, dein Papa ist Südafrikaner, der hat die Mama während dem Studium in Heidelberg kennengelernt. Papa ist Zahnarzt. Du warst mehrere Male auch mal mit ihm in Südafrika. Es gibt auch eine ganz tolle Platte, wo man so südafrikanische Musik auch hört. Als du dort warst, hast du dich irgendwie zu Hause gefühlt? Zu Hause gefühlt? Oder irgendwie gespürt, da ist irgendwie so eine, auch zur Familie? Zur Familie habe ich mich sehr hingezogen gefühlt. Mhm. Und was ich viel interessanter fand, war, dass ich Leute getroffen habe aus meiner Familie, Cousins und Cousinen. Und es gab bestimmte Personen, die im Wesen einfach so bestimmte Dinge auch machen, die ich mache. Also, das ist ja verrückt. Und das ist, glaube ich, aber überhaupt in Familie so. Also das ist eigentlich egal, wie weit die entfernt sind. Also es gibt einfach vielleicht bestimmte Züge, die sich wiederholen. Und das war irgendwie witzig. Aber zu Hause fühle ich mich in Deutschland. Aber in Deutschland war natürlich immer viel Musik auch vom Papa zu hören. Da hast du dich bedient an den Platten. Ich hatte einfach irgendwie darauf, ich bin darauf angesprungen und habe einfach viele Platten aufgelegt. Mhm. Und da wurde ich wirklich richtig geprägt von. Wahnsinn, ja. Schon recht früh. Und ich glaube zum Beispiel auch, wie Kids heute hier singen in Deutschland, die singen ja alle viel soulfuller. Also ich denke, das, was man sozusagen heute als junger Mensch mitkriegt im Radio oder im Fernsehen, beziehungsweise auch im Internet, das ist jetzt sozusagen nicht mehr das rein deutschsprachige Programm, auch, aber das ist jetzt nicht nur Schlagermusik und Volksmusik und die Charts, sondern es ist viel mehr. Es ist sehr vielschichtig, sehr viel vielschichtiger, was Kids heute hören. Und wenn ich mir so anhöre, wie Kiddies heute singen können, also dann ist es doch immer schon sehr soulful. Und auch Beyoncé hat die Welt mitgeprägt. Also. Auf alle Fälle, ja. Und insofern, das wollte ich nur sagen als Vergleich. Also ich denke, das, was Kids heute hier auch aus Deutschland kommende Kids sozusagen musikalisch an Output haben, ist sehr viel, sagen wir mal, Pop geprägter, ist natürlich Pop geprägt und Pop ist ganz viel auch R&B, ganz viel Hip-Hop und soulvolle Musik und das hört man. Sagt R&B-Sängerin Joy Dinalani bei Hitradio FFH. Es war aber auch eine Geschichte wie aus einem Film. Ihr singt zusammen den Freundeskreis-Titel mit dir 1999. John Dinalani zusammen mit Max Herre. Dann werdet ihr ein Paar. Dann trennt ihr euch. Zum Glück seid ihr wieder zusammen. Also ja, freut mich. Na, ist doch schön. Also wir sind ja schon mal zwei. Genau. Und ich glaube, wir sind nicht nur zwei. Da sind noch mehrere das dabei. Stimmt. Aber man hört ja schon, also es nervt wahrscheinlich auch, wenn man immer drauf angesprochen wird. Natürlich verbinden die Fans aber das ja durchaus auch positiv mit euch beiden. Das ist absolut richtig und das ist vielleicht etwas, was wir nicht verhindern können, das wird man vielleicht immer machen, aber
Ja, also es stört uns jetzt eigentlich auch nicht so. Also bei, als ich meine erste Platte rausgebracht habe, Mamani, damals nach Mit Dir gab es einen Song, eine Single, die hieß Geh jetzt. Mhm. Und die hatte gar nichts mit Max zu tun, aber wir wurden ständig darauf angesprochen. Ah, die war, ja genau, da ging es um Betrug und ne? Genau, die, ja, oh das Gott, sogar, was hast du ihr angetan und so. Also es war schon fast heftig. Aberwitzig. Yeah. Ja. Aber ja. auch nicht schlimm, also ich kann das schon nachvollziehen, dass man dann sofort die Brücke schlägt zum Partner. Mhm. Aber war es denn jetzt eigentlich schlimmer so, also ich kann mir vorstellen, das habe ich jetzt nicht so verfolgt, auch nicht mehr gelesen. Als ihr euch getrennt habt, war das sehr belastend, dass die Öffentlichkeit daran so Anteil, oder hat man das gar nicht so mitgekriegt mit der Trennung? Na guck mal, also wir sind zwar ein Paar, das in der Öffentlichkeit stattfindet an bestimmten Punkten, aber man sieht uns irgendwo mal auf Events. Aber ich glaube, es gibt nicht so viel über uns zu lesen an sich. Und das ist auch ganz gut so. Joy Dinalani ist verheiratet mit Max Herre. Sie haben zwei Kinder. Und ja, damit fing alles an. Hier ist Freundeskreis und Joy Dinalani. Max, baby, Max, baby. Steh die Zeit still. Du bist, was ich will. Spürst du, was ich fühle, was ich fühle, das Spiel. Es ist mehr als nur ein Spiel. Ich heb deinen Stil, dein Sexappeal. Komm, relax mit mir. Am Sonntag mit Joy Dinalani, R&B-Sängerin, Soul-Sängerin, sehr bekannt, sechstes Album, Kleistereck, haben wir ja schon einiges gesprochen. Was ich auch ganz interessant finde, du bist mal ausgestiegen sozusagen, bisschen von der Musik und hast ein Semester lang Germanistik und vergleichende Literaturwissenschaften studiert. Was ist geblieben davon? Was ist geblieben? Na, die Erfahrung ist natürlich geblieben. Das war irgendwie ein schöner Moment, den habe ich mir sozusagen rausgenommen. Habe mich begeben in eine ganz andere Welt, wo es einfach um ganz andere Dinge geht, ganz andere Werte irgendwie zählen und wo ich auch untertauchen konnte und überhaupt nichts mit der Person Joy Dinalani, die man vielleicht in der Öffentlichkeit kennt, zu tun hatte. Das war irgendwie gut und ein Wagnis auch auf eine Art natürlich, weil ich überhaupt nicht wusste, wie ich mich da einfügen kann. Ich meine, ich war zu dem Zeitpunkt, als ich da an die Uni gegangen bin, schon weit über 30. Ich hatte schon zwei Kinder. Ja, das ist nicht so das, was die anderen. Ich saß dann ne? mit Kommilitonen in den Semestern, die waren dann 18 oder 19 Jahre alt. Und verrückt, waren auf einem ganz anderen Lebenserfahrungsstand. Aber es war gut trotzdem. Also hast du auch so Klausuren geschrieben? Ja, ich habe alles mitgemacht. Alles, aber ist es dann nicht? Macht, aber ist doch dann gemacht. Schade. Dann warst du so. Meistens ist ja so das erste Semester das Schwierigste, um reinzukommen. Dann warst du so drin und dann. Ne? Aber hast du dann nicht? Aber ich habe es genossen. Also ich bin ja nicht mit der Vorstellung an die Uni gegangen, jetzt ein Studium abzuschließen, sondern ich wollte einfach wissen, was machen denn die Studenten eigentlich den ganzen lieben langen Tag und wie fühlt es sich eigentlich an zu lernen? Mhm. Also klassisch zu lernen. Ja. Und ich habe einfach wirklich klassisch wie ein Student gelernt. Mhm. Richtig gebüffelt. Ja. Bist doch immer da gewesen wahrscheinlich. Ich war immer da. Ich habe alle Hausaufgaben gemacht. Ich habe alle Klausuren mitgeschrieben und ich hatte keinen Kontakt zu Freunden, weil ich es zeitlich nicht hingekriegt habe. Ich war entweder die Kinder oder das Studium. Oder Studio. Und sonst gab es gar nichts. Also es war Germanistik, glaube ich, Es war Germanistik, Englisch und allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaften. Mhm. Und das fand ich auch das interessanteste Fach, das letzte. Mhm. Joy Dinalani, die mal ein Semester lang ausgesetzt hat, um zu studieren. She just wants to be. Ein Sonntag zum Auf-der-Couch-Trip bringen ist das heute. Ist aber doch auch ganz schön. Bisschen Radio hören, bisschen lesen, was Sie auch mögen. Wir sprechen ja heute zusammen mit Joy Dinalani, auch über ihr Album Gleisdreieck. Wir hören gleich, wir haben schon drüber geredet, über den Titel Hologramm. Wir haben schon viele Hits von dir gehört. Hologramm ist ja so, da geht was zu Ende, ne? Da geht eine Beziehung zu Ende. Das ist eigentlich die Auflösung einer Liebe, einer Beziehung. Und diese Nummer habe ich mit Maxim geschrieben, dem Musiker Maxim. Mhm. Mit dem habe ich ein paar Sachen gearbeitet für diese Platte oder geschrieben. Und wir haben uns mit diesem Begriff Hologramm beschäftigt, weil wir fanden das irgendwie einen guten Begriff eigentlich für eine Beschreibung von etwas, was sich auflöst. Mhm. Etwas, was da ist und doch nicht da ist. Man sieht, aber nicht anfassen kann. Und das fanden wir als Bild für eine Beziehung, die sich auflöst, irgendwie einen guten Aufhänger und sind dann dieser Geschichte nachgegangen. Und natürlich sind da auch gewisse Erfahrungen mit eingeflossen, die ich gemacht habe. Aber es ist jetzt zum Beispiel keine Aufarbeitung meiner Vergangenheit. Hier ist Joy Dinalani
bei FFH zu Besuch. Silvia am Sonntag der Talk. Wir haben viel über sie erfahren, aber wir haben auch viel Musik gehört und das ist der Titel, worüber sie gesprochen hat. Hologramm. Wie soll das so weitergehen? Wir sehen uns beim Reden zu, als wäre es ein alter Film. Wir wollen uns nur nicht eingestehen, dass wir ein Versprechen sind, das wir niemals erfüllen. Why is everything so heavy? Joy Dinalani weiß genau, was sie will. Sängerin zu Besuch, also war zu Besuch bei FFH, muss man sagen, es ist ja bald vorbei. Joy, du weißt, was du willst, auch wenn manche Dinge später kamen. Also Abi hast du ja, glaube ich, erst mit 22 gemacht, aber immerhin gemacht. Es gab einfach diese Dinge, die ich mir vorgenommen hatte in meinem Leben. Dazu gehörte das Abitur und dazu gehörte der Führerschein und ich war und wollte es selber machen und weil ich es mir beweisen wollte. Ich musste es schaffen, weil hätte ich es nicht geschafft, dann das wäre so ein Misserfolg, das konnte ich nicht gebrauchen in meiner Biografie. Ich musste es schaffen. Was da ein Wille dahinter steckt, ne, bei dir. Also ein kleines, aber so, ja, das finde ich gut. Also gab es da noch andere Sachen außer Abitur und Führerschein, die so auf der Liste standen oder wo nee, du das war jetzt erstmal so das Wichtigste für mich damals. Ich wollte irgendwie es mit der Schule auf jeden Fall hinkriegen und ich wollte mir den Führerschein selbst erarbeiten und dann habe ich dafür gearbeitet und mir jede Fahrstunde und ich bin sogar durchgefallen. Und musste oder wieder, das kostet ja dann noch mehr Geld. Genau, ne? Also, aber da, du hast es geschafft. Also Zielstrebigkeit müssen wir dir nicht wünschen. Gibt es denn irgendwas, was wir dir wünschen können? Gesundheit, das ist alles. Ja, das wünsche ich dir. Dankeschön. Und komm irgendwann mal wieder, das würde mich sehr, sehr freuen. Gerne. Alles, alles Liebe für dich. Danke, danke, ebenfalls. Sängerin Joy Dinalani bei FFH. Podcast unseres Gespräches gibt's in einer halben Stunde unter ffh.de. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go.